Ja, eigentlich die Maßnahmen, die es gibt, um Flugleid zu mindern, sind von der ICAO, internationalen Zivilluftfahrtorganisation, schon zusammengefasst. Mit so einem sogenannten Balanced Approach, dem ausgewogenen Ansatz zur Minderung von Fluglärm. Und der besteht auf vier Kernelementen. Zum einen, den wichtigsten, der Lärmminderung an der Quelle selbst. Der zweite Punkt, der in der Reihenfolge von der ICAO aufgeführt wird, sind Raumordnung und Lärmmanagement. Der dritte Punkt sind die Einführung von lärmoptimierten flugbetrieblichen Verfahren. Und der letzte Punkt sind lärmbedingte Betriebsbeschränkungen, die die ICAO als Luftfahrtorganisation natürlich als ultima ratio einsetzen möchte. Wichtig ist, bei allen solchen Maßnahmen dürfen sich die praktische Luftverkehr gefährden. Das hat bei allen Maßnahmen im Luftverkehr Vorrang. Gut, fangen wir an mit der Quelle. Die typischen charakteristischen Lärmquellen am Flugzeug sind zum einen Triebwerke, das ist natürlich klar, aber auch durch die Beströmung von Rumpf, von Tragflügeln, Klappensystemen und Fahrwerken entsteht Lärm, weil der insbesondere beim Anflug deutlich dominieren kann. Diesen Lärm zeigen wir einfach zum Strömungslärm, im Englischen ist das Airframe Noise. Ich werde da nochmal kommen, aber ich möchte jetzt zunächst erstmal mit dem Triebwerk anfangen. Die ursprüngliche Variante des Strahltriebwerks war sogar das Turbojet-Triebwerk, und als heute ein Schnellstrahl, in dem man die vorne eingeführte Luft zur Verbrennung von Kerosin benutzte und kam jetzt die Kreisabfahrt mit hoher Geschwindigkeit, das hatte einen geringen Massendurchsatz, aber eine hohe Strahlgeschwindigkeit. So wurde bei einer Zeit der Schub erzeugt. Das Problem war, und Sir James Light herausgefunden hat, dass die akustische Leistung eines solchen Strahls mit 18% zur Fluggeschwindigkeit geht. Und das ist natürlich enorm. Man muss also versuchen, mit der Fluggeschwindigkeit der Strahlgeschwindigkeit. Man muss versuchen, den Strahl in den Schlagkraft zu machen. Das ist die effizienteste Möglichkeit. Und da kam der nächste Schritt zum sogenannten Turbulenzgewerk. Man hat einfach einen Großteil der Luft, die man vorher hat, die vielleicht hat, um das Kerntriebwerk herumfließen lassen, hat vorne einen Fan, einen großen Lüfter eingebaut, der durch eine Turbine angetrieben wurde und so große Massen durchsetzen konnte mit niedrigen Geschwindigkeiten. Das hatte also nachher so einen Effekt, dass zum einen man einen hohen Massendurchsatz hatte, hohen Schub, gleichzeitig aber reduzierte Strahlgeschwindigkeit und weniger Lärm. Ich sehe gerade, dass hier etwas fehlt. Das ist das Problem, wenn man mit Open Office. Gut, wie dem auch sei, wie effizient das sein kann, das demonstrieren diese Folien, die meine Kollegen von der Triebwerkstechnik in Berlin zusammengestellt haben. Das ist die Entwicklung der Zulassungspegel bei der Lärmzulassung der ICAO. Jeder Flieger muss Lärm zugelassen werden. Wenn er gewisse Kriterien erfüllt, ist er in gewissen Flughäfen oder auch nicht zum Verkehr zugelassen. Das ist mittlerweile in der Größenordnung, wenn man diese roten Punkte anschaut, das ist das typische größte Verkehrsflugzeug meiner Zeit, das war in den 60ern die B707 mit einem reinen Strahltriebwerk, das ist jetzt der A380, ich habe 500 Tonnen. Das sind Unterschiede von über 20 dB. Das heißt, ich habe die empfundene Lärmwirkung auf ein Viertel zurückgedreht und die Energie, die Schallenergie auf 1%. Das ein Stufenablauf, das kann man hier sehen, das kam also stufenweise Abwägung über die verschiedenen Technologien. Turbofans der ersten bis zur dritten Generation. Der erste große Schub war von Turbojet zum Turbofan. Dann hat es ein wenig stagniert. In diesem Bereich, das war die Weiterentwicklung der Turbofans intern. Und jetzt kommt die dritte Stufe, der Ultra-High-Weiter mit hohem Nebenstromverhältnis. Das ist das Verhältnis der kalten Luft, die außen rumgeführt wird, zum heißen Kernstrahl. Und ein Verträger ist eingebaut im A380. Hier kommt jetzt eine Tendenz, enorm weiter zu machen, vor allem für die dritte Generation. Zusätzlich werden Getriebe eingebaut, die es effizienter machen. Also da ist, ich hatte es nicht erwartet, doch noch was drin gewesen. Das wird sich auch auswirken. Aber zum Strömungslärm, der spielt zunächst erstmal beim Start keine Rolle. Am Start und mit dem Triebwerk, das hören wir alles, aber wenn der Flieger ranflug überhaupt wegkommt und hat vielleicht Triebwerke nur auf Leerlauf gesetzt, dann will ich es natürlich rauschen. Klar, wegen die Klappengesetze und so, oder
je höher die Geschwindigkeit ist, umso stärker kann diese Umströmung reagieren. Das heißt aber auch, wenn wir Triebwerke leiser machen, werden wir in Zukunft auch die Zelle und die Hochausgangssysteme, die Lappen, Spoiler und so weiter leiser machen würden. Wenn der uns dominiert, wird uns diese Meilenbewegung des Triebwerks auch wieder aufgefressen durch den aerodynamischen Lärm. Derartige Minderung von Strömungslärm wurde seit einigen Jahren intensiv in der Erforschung. Wir selbst haben da zum Beispiel ein A320-Flügel im deutsch-niederländischen Windkanal eingestellt. Das ist hier die Messstrecke, da steht jemand drin, der Originalflügel, die kann man schlecht erkennen. Das ist ein sogenannter akustischer Hochspiegel. Mit dem kann man ganz gezielt schauen, wo entsteht der meiste Lärm am Flügel. Das wäre in diesem Fall hier diese Tappenbreitenteile, die eigentlich größten Lärm produziert. Und hier kann man dann auch angreifen mit Lärmbildungsmaßnahmen. Ein paar einzelne Techniken dazu. Hier die Verpreisung von Fahrgestellen. Fahrgestelle werden zwar relativ schnell aufgefahren, bietet natürlich sehr viel Widerstand in der Strömung, viele Möglichkeiten, wo die Lärmbildungsmaßnahmen entstehen. Das nächste wäre die Verbiegung und Aussparung. Über Ruheräume sind sehr bloß zum Schwingen angelegt. Das kennt ihr über das Dach, über das Flaschenblasen. Das kann man natürlich einfach mit dem Abdichten. Das ist bloß ein Experiment gemacht. Das kann sehr wertvoll sein. Und hier sieht man auch diese zitierte Klappenseitenkante. Die kann man versiegeln. Mittlerweile sind wir dazu gegangen, auch Bürsten da anzubringen, um sowas effizienter zu machen, um den Lärm runterzukriegen. Wir testen das zurzeit mit dem Airbus, den der Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Versuchsträger benutzt. Das ist ein chemisches Flieger. Und da werden solche Sachen zurzeit eingebaut und nicht getestet. Das Projekt ist jetzt angelaufen und in der Regel laufen. Letztendlich hat man dann noch einen Wurf gelandet bei der Eliminierung eines Tones, der sehr schön war beim A320. Das war die Überströmung, leider verbrach jetzt die Animation. Das hat man so Überströmung als Lüftungsloch aus dem Triebwerk, auch wieder gehört, wenn man die Flasche lässt. Das war ein sehr störender Ton, der immer so in 12, 30 Kilometer Entfernung auf den Ausdruck angebracht hat. Da habe ich einfach mal so ein Blech vorgelegt, ist das praktisch verschwunden. Das ist jetzt ein bisschen besser optisch ausgearbeitet worden, aerodynamisch, und hängt jetzt auch in den Erbsflügel und man muss dafür teures Geld bezahlen. Und bei uns war es wesentlich günstiger. Aber es war sehr effizient, wir haben da teilweise Töne weggedrückt und die macht die Weg. Das Problem bei diesen Entwicklungen im Triebwerkbau ist die Tatsache, dass ein normales Flugzeug 20 bis 30 Jahre in Betrieb ist. Das heißt, wenn ich eine Technologie habe, wie wir zum Beispiel jetzt hier im Jahr X plus 20 Jahre gegen X die P und C die Idee gedrückt hat, dann dauert das größtenordnungsmäßig noch 2 Dekaden, bis sich das im Luftverkehr auch durchgesetzt hat. Und die alten Flieger müssen ja auch so bleiben. Das ist das, womit wir in den nächsten Jahren auch zu rechnen haben. Es wird zwar leider, aber wir können die derzeitigen Technologien nicht schlagartig umsetzen. Darauf sollte man immer hinweisen: Technologie verfügbar und im Einsatz ist immer weiter unterschiedlich. Kommen wir zum Problem: Lärmoptimierte Flugverfahren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal die horizontale Optimierung, indem die Flugstreckenführung variiere, jedes Luftfahrthandbuch für sogenannte Minimal Noise Routings aus. Ich kann auch bündeln oder streuen. Hier sieht man zum Beispiel, dass in gemessenen Radarspuren das dort durchaus beträchtliche Abweichungen von der Minimal Route bestehen. Das Problem, das hier aber auch sind, das wird früher schon hier von dem Bürgermeister andiskutiert, es gibt ein bisschen lokale Befindlichkeiten, die möchten, dass der Lärm zum Nachhang kommt. Und das ist eine Sache, die muss man natürlich jetzt durch einen Profilierungsprozess näher an der Rolle hinbekommen. Und man muss auch geeignete Beurteilungsmaßstäbe haben. Wie richtig ich diese Lärmbelastung, die ich in einem Fall erhöhe, in einem Fall absenke. Die nächste Möglichkeit ist die vertikale Optimierung der Flugfahrer. Da werden wir sehr viele Optimierungen auf der Homepage der Flughafen und Region. Im Prinzip variiert dann hier Flughöhe, Fluggeschwindigkeit, Triebwerksleistung und die aerodynamische Konfiguration, also den Einsatz von Klappen oder das Ausfahren des Fahrwerks zu gewissen Zeiten. Hier ist das schematisch gezeigt, wie die Variabilität
aussehen kann beim Abflug. Man kann die Flappen früher oder später einfahren, man kann erst beschleunigen oder erst Höhe gewinnen. Das ist immer so ein Zwischenspiel zwischen zwei Komponenten, wie wenn ich meinen Fliegbeinschub um, wie ich Höhe gewinne oder wie ich beschleunige. Denn letztendlich ist es so, Zielsetzung beim Abflug ist immer, ich möchte Höhe und Geschwindigkeit gewinnen, natürlich schnell und sicher. Ja, ich fliege dann nur leise ab. Naheliegend, ich reduziere die Triebwerksleistung. Habe ich eine leise Schalthöhe, ist immer das Effizienteste. Ich fliege möglichst hoch. Das heißt, ich habe einen großen Abstand zum Empfänger. Die Atmosphäre wird den Schall weg. Oder ich fliege möglichst schnell. Das hat insofern einen Vorteil, weil die Geräuschdauer abnimmt. Ich habe zwar lieber einen Maximalpegel, aber das Geräusch ist nicht so lange. Ist weniger störend, ist kein sekundärer Effekt. Aber ist auch eine Zielsetzung. Das Problem ist, dass man nicht alles gleichzeitig haben kann. Wenn ich wenig Triebwerksleistung einsetze, fliege ich zwangsläufig entweder niedrig oder langsam. Wenn ich möglichst hoch fliege, werde ich langsam. Wenn ich möglichst nie schnell fliege, bleibe ich niedrig. Wenn man Energy Sharing, ich muss meine Energie verteilen, auf Stein oder auf Geschwindigkeit gewinnen. Das heißt, ich habe Konflikte. Und diese Konflikte muss ich in irgendeiner Form durch einen Optimierungsprozess lösen. Und das ist alles andere als einfach. Und ich muss den Optimierungsprozess auch durch die lokalen Gegebenheiten. Ich kann nicht da dieses Verfahren per se das Optimale, wo das Dekor tut, wo wurden die Leute, wo muss ich jetzt versuchen, die Werte durch. Letztendlich kann man aber als Regel sagen am Flug, dass die Reduktion an der Quelle eigentlich die effizienteste Maßnahme ist. Schneller Höhen, wir werden immer wieder thematisiert, das soll wirklich hochfliegen. Das wirkt sich sehr stark unter der Flugbahn aus. Sobald ich aber zur Seite gehe, dann stelle ich einen Tagebuch zu und die Ausbreitung fällt wegen Ellen sich immer mehr. Und ich habe den Höhengewinn praktisch nicht mehr drin. Eine Quelle leider zu machen, wirkt großflächig überall gleich. Kommen wir zum nächsten Part. Beim Anflug ist es natürlich anders, da möchte ich möglichst Höhe und Geschwindigkeit reduzieren, wenn ich möglichst schnell ankomme, ich möchte wirklich ankommen. Die Ansätze sind in gewisser Weise ähnlich. Natürlich versuche ich, so lange wie möglich im Leerlauf zu fliegen, wenig Triebwerk mehr zu erzeugen. Im Idealfall brauche ich einen Triebwerk, jeder den Flieger noch aufkommen kann. Man kann möglichst lange versuchen, hoch zu fliegen, wieder auf den Abstand zum Empfänger zu maximieren. In diesem Fall möchte man aber möglichst langsam fliegen, denn wenn ich das Triebwerk auslaufe, macht er eine dynamische Lärmprobleme und der steigt mit der Geschwindigkeit oder mit der 5% der Geschwindigkeit. Und ich möchte mit möglichst wenig Widerstand fliegen, denn Widerstand aufhören zu klappen, Spoiler, aber produziert wieder eine dynamische Lärm. Das Gleiche, wenn ich möglichst lange hochfliege, muss ich irgendwann schnell und steil runter. Das heißt, ich muss verzögern, ich muss Klappen einsetzen, ich muss Spoiler einsetzen. Ich erzeuge Widerstand und damit wieder Lärm. Möglichst langsam heißt letztendlich aber, ich müsste dann in einen kleinen Sinkwinkel reinkommen, das heißt, ich wäre wieder niedrig, kurz ausbreiten. Auch nicht optimal. Noch schlimmer, wenn ich zu langsam wäre, muss ich aus Sicherheitsgründen wieder beschleunigen, oder zumindest Schubnachschieben die Geschwindigkeit zu halten. Das heißt, ich muss die Triebwerke halten. Also das Gleiche wie beim Antrieb, es ist wieder alles ein Optimierungsprozess. Ich muss es wieder anpassen. Das ist so, wobei der Anflug muss ich sagen, dass die Königsdisziplin ist. Denn wir haben Möglichkeiten, die Schwerkraft unterstützen zu können. Beim Starten bin ich hoch. Ich muss eine gewisse Zahl, Prozentzahl meiner Startleistung umsetzen. Entweder in Beschleunigung oder Steigen. Und ein ganz harter Kompensatz wird dann als akustisch relevanter Lärm davon erzeugt. Hier kann ich möglicherweise durch langes widerstandsarmes Fliegen im Leerlauf und Sachen dort deutlich optimieren. Um sowas rauszufinden, muss man aber Werkzeuge ansetzen, Simulationswerkzeuge, die sehr hochwertig sind. Das kann man nicht mehr im Flugversuch ausprobieren, das muss man am Computer machen. Und da krankt es ein bisschen dran zur Zeit, denn wir haben zwar Werkzeuge, die Modelle, die echten Verfahren, was wir nicht haben, sind die da, und hier ist die Luft von der Industrie. Letztendlich sind lärmoptimierte Flugverfahren also immer ein Kompromiss, das ist dauernd vorzuhalten. Damit können wir nicht den Vogel abschießen. Beim Anflug haben wir ein Potenzial, den Lärm umzuverteilen. Beim Abflug durch optimales Ausnutzen von Schwerkraft und minimalen Widerstand können wir durchaus echte Lärmungen erreichen. Aber was wichtig ist, wir müssen es, wie gesagt, der lokalen Regelungsstruktur anpassen und haben natürlich auch einschränkende Randbedingungen.
sicherheitsgewährleistet sein, der Flugbetrieb soll sauber abgewickelt werden und der alte Fahrer muss in der Praxis möglichst exakt umgesetzt werden. Wenn man da noch an die Zielgeschwindigkeit erhöht, die trifft keine Effekt kontraproduktiv sein, das ist etwas, das Ansprüche an die Aviologie, also den Technologie, der Technik und auch an den Menschen, die die Pilote Flugplätze stellen, die da besonders am Anflug für diese beiden Punkte von Bedeutung, wenn man sowas umsetzen will. Damit möchte ich jetzt zu den letzten beiden Punkten des Verletzens aufschauen. Das kann ich relativ kurz abhaken, denn hier handelt es sich hier um planerische, organisatorische, rechtliche Probleme. Da braucht man viel zur Technik zusammen, das heißt nicht, dass sie nicht effizient sein können. Aber sind in der Regel auch sehr schlimm. Wir diskutieren mal. Also, das erste wäre, ob wir die Flächennutzung, indem ich Lärmschutzzonen definiere, die Baulandrahmen, also das gibt es in Deutschland schon lange, schon seit dem Bürgergesetz, das 1971 angeführt wurde. Ich kann finanzielle Instrumente einsetzen, die lärmeeingängige Landgebühren. Ich kann Entschädigungen für Betroffene zahlen. Das ist jetzt nach der Novellierung des Flutlärmgesetzes. Im Jahr 2007 die Aus- und Wohnbereichsentschädigung, die aber auch lange diskutiert wurde. Ich kann letztendlich auch Immobilien aufkaufen, wenn es den Leuten zu laut wird, das ist dann auch der dritte Ratio. Ich kann natürlich auch passiven Schallschutz leisten, baulichen Schallschutz in Einsetzen von Schallschutzfenstern, was letztendlich aber nur Symptome gibt. So was sollte wirklich die letzte Möglichkeit sein, denn ich kann auch nicht mein Leben lang Aspirin stürzen. Ich muss zugeben, dass ich die Gründe für meine Kopfschmerzen habe. Oder aber man macht von vornherein Rauchverbotszonen, das ist aber auch schon mit Flutlärm geregelt. Kommen wir zum letzten Punkt, der vom Kollegen Schreckenberg angesprochen wurde, der eigentlich immer ein bisschen vernachlässigt wird, nämlich Flutlärmüberwachung und Kommunikation. Wir sind auf dem besten Weg, dahin zu kommen, Flutlärm regelmäßig zu überwachen, die Ergebnisse zu veröffentlichen, wir haben auch neue Dingnormen. Für gesorgt, das Beschwerdemanagement ist auch im Vergleich zu dem, was wir 20 Jahre haben, deutlich besser geworden. Da kamen auch viele Anregungen aus dem Bereich der bundesweiten Fluglärm der Gegnerschaft. Wir haben da wirklich auch was letztendlich dort mit den Rollen gebracht. Und ich denke, gerade das Problem der Information und der Kommunikation sollte demnächst deutlich stärker angegriffen werden. Das hat auch der Kollege schon gesagt. Das letzte Mittel, Flugwerb, zu dem dann wir lernen, der Betriebsbeschränkung. Da gibt es mehrere Ansätze, ich werde Beispiele geben. Zum einen kann ich Flugverbote aussprechen, entweder während sensibler Zeit, zum Beispiel Tag oder Nachtstunden, nach Flugverbot natürlich. Ich kann sie auch nur für laute Flugverbote aussprechen, das gab es im Jahr 2002, als die quasi Kapitel 3 Flugzeuge, die älteren Kracher, die modifiziert waren, auf dem Papier genommen wurden. Ich kann auch kombinierte Verbote ausstellen, das ist klar. Ich kann Bewegungskontingente vorgeben. Entweder während des Gesamtbetriebs, das heißt, ich zum Beispiel habe, wenn so viel haben, sind nur so viel Bewegung erlaubt, kann Vor- und Nachteile haben. Oder auch in Teilzeit, also nach Beschränkung auf einige wenige Bewegungen. Und der letzte Ansatz, den ich hier vorstellen möchte, wäre ein Lärmkontingent. Ich versuche also die Menge des Lärms zu regulieren. Das kann ich dann über das Flächenkontingentierung sein, das heißt, ich definiere eine Lärmkontur, eine Zone, die in zukünftigen Jahren nicht überschritten werden. Da werden da, das ist ein Ansatz, der in Hamburg gebracht wurde. Ich kann aber Volumenkontingentierung, ich definiere ein gewisses Lärmvolumen, also Punkte, das geht und macht es verschiedene Ansätze, verschiedene Flughäfen. Und das Neueste, was jetzt kommt, ist die sogenannte wertungsbezogene Kontingentierung. Der Schneckenberg hat diese Rechtspositionswertung gezeigt, da dosiere ich oder kontingentiere ich nicht der Schallenergie, sondern die Anzahl der betroffenen Personen, der hochbetroffenen Personen. Die erste Einführung, die das wirklich in Form einer Deckung gemacht hat, war natürlich der Flutlärmindex. In Frankfurt ist der Frankfurt-Index eingeführt, den ich also hier in der Erprobungsphase sehe, zumindest ist das nicht für Lärmkontingente eingesetzt worden. Ja, fassen wir mal zusammen. Technische Lärmänderungen auf Fluggerät. Wichtigstes Mittel, um den Lärm mit Flugzeug runterzubekommen, hat eine neue Stufe erreicht in der dritten Generation der Prozent, sprich A380, B47, jetzt kommt der neue A320, die in Betriebe finden, der auch leider werden, aber die weitgehende Umsetzung wird erst in der zweiten Jahren erfolgt sein. Operationelle Maßnahmen bieten
üblichen und wesentlichen Koeffizienten der Umverteilung müssen daher entsprechend lokal ausgelegt werden. Vor allem erfordern sie zur effizienten Auslegung in einfach notwendigen Informationsverfolgungswerkzeugen, also dieser Prüfung, Datengrundlagen oder nicht erfüllen. Letztendlich haben wir doch alles, was über den Punkt Raumordnung, Lernmanagement, Einschränkungen der Welt, die sind weiter gegen Einsatz, aber immer mehr Zündstoff für Diskussionen zwischen Betreibern, Anwohnern, Politikern, Zwangsläufen. Jeder möchte natürlich für sich das Beste rausholen. Neue Konzepte wie der Frankfurter Lernindex sind jetzt noch in der Probe, aber ich verspreche mir was, wir haben ja unser Ziel versprechen, wir müssen noch unsere Erfahrungen bringen. Damit bin ich eigentlich durch und möchte nochmal zwei Forderungen stellen an die Förderer, die auch schon durchgeführt sind. Zum ersten muss die Lernwertungsforschung in Deutschland auf eine solide Basis gestellt werden. Wir können nur dann erfolgreich lernen, auch strategisch einmindern, wenn wir die grundlegenden Wertungsmechanismen und gerade die Interaktion zwischen den verschiedenen Verschärfungen gut verstehen. Das heißt, der Bund wird fördern müssen und das sollte auch grundsätzlich letztendlich auch auszahlen. In vielen Fällen ist leider lernt etwas, was man als aufgegeben bekannt hat und sagt, das machen wir, und dann steht so eine Situation für einen auf den Anlass. So soll es natürlich nicht. Zweiter Punkt, das ist mein Bedingung, den ich habe, nämlich die Berechnung der Regierung zu Regierung. Wir können derzeit operationelle Verfahren wirklich gut entwickeln. Die Werkzeuge haben wir aber leider nur für einen begrenzten Prozentsatz von Flugzeugen, weil wir für die auch akustische Grundlagen haben, die wir selbst am besten haben. Die Luftfahrtindustrie hat uns nie geliefert, obwohl wir da kommen, aber wir müssen wirklich immer von unseren einstellen. Mein Appell an die Industrie, bitte stellt uns die Daten, die ihr habt zur Verfügung, und wir können Lernbildungsmaßnahmen deutlich entwickeln. Damit bin ich am Ende meiner ganzen Vorstellung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen und für die Diskussion. Ja, vielen herzlichen Dank.